Worum geht es im Schneegänger? 4 Jahre sind seit dem tragischen Verschwinden des kleinen Dario vergangen. Da findet ein Jäger im Wald das Skelett eines Jungen. Kriminalhauptkommissar Lutz Gehring nimmt die Ermittlungen von damals wieder auf. Er kommt nicht weiter. Es ist ein deprimierendes Suchen nach verloren gegangenen roten Fäden. Und inmitten dieser neu aufgenommenen Ermittlungen hat er die Idee, Sanella Behara hinzuzuziehen. Mit der hat er schon mal einen, wie soll ich sagen, explosiven Zusammenstoß erlebt. Damals war sie Streifenpolizistin, jetzt ist sie Studentin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Sie will Kriminalkommissarin werden. Was aber das Wichtigste ist, sie ist gebürtige Kroatin. Und das war der kleine, tote Junge im Wald auch. Er nimmt sie mit auf den steinigen Weg in die Erinnerung an das, was vor 4 Jahren in einem Millionärshaushalt in einer Villa am Wannsee geschehen sein könnte. Und Sanella, so wie wir sie kennen, schon in ihrer wirklich also sehr gewöhnungsbedürftigen Art, macht etwas ganz Außergewöhnliches, als alles ins Stocken gerät und keiner mehr weiterkommt. Sie schleust sich undercover als Hausmädchen und Putzfrau in die Millionärsvilla hinein. Und was sie dort erlebt und was sie dort aufdeckt, das wird sie weit über die Grenzen dessen hinausbringen, was sie geahnt, erhofft und mit Sicherheit befürchtet hat.